Airsoft Basic Safety – Grundlagen für eine faire und sichere Zeit beim Spielen. Wie sicher jeder weiß, ist Airsoft ein interessanter Sport, welcher wie die meisten aber auch gewisse Gefahren mit sich bringt. In unserem heutigen Video zeigen wir euch, wie man sich richtig und sicher zu verhalten hat. Punkt 1 – Sicherheitsausrüstung. Wir wissen alle, dass an der Gear rumbasteln eines der schönsten Dinge beim Airsoft ist, jedoch muss man sich den eigentlichen Zweck vor Augen halten, warum man so eine Gear bzw. Schutzkleidung trägt. Sie dient in erster Linie zum Schutz. Man sollte also immer daran denken, dass die Ausrüstung zwar zum Tarnen bzw. Unterstützen des Spielers gedacht ist, aber auch gleichzeitig gut schützen soll. Es ist nicht ganz einfach, den schmalen Grat zwischen Funktionalität und Schutz zu finden, deshalb zeigen wir euch, wie es unserer Meinung nach richtig bzw. falsch geht. Hier sehen wir einen Spieler, der seine Gear unserer Meinung nach schlecht aufgebaut hat. Schauen wir ihn uns genauer an. Er trägt eine Sonnenbrille, ein T-Shirt, eine dünne Hose und Turnschuhe. Seine Airsoft-Waffe zeigt nach oben und ist ungesichert. Hier ist nun unserer Meinung nach ein Airsoft-Spieler mit einer effektiven und schützenden Gear zu sehen, der sich verantwortungsvoll verhält. Schauen wir ihn uns genauer an. Er trägt eine augenumschließende Airsoft-Schutzbrille, dicke Tarnkleidung, eine Weste mit notwendigen Taschen, Handschuhe und festes Schuhwerk. Seine Airsoft-Waffe ist gesichert und zeigt Richtung Boden. Kopfschutz. Stöße gegen den Kopf und Dornenäste, die gegen den Kopf gelangen, können sehr schmerzhaft und gefährlich sein. Deswegen sollte man unbedingt einen guten Kopfschutz tragen. Sei es ein Helm oder eine robuste Kappe, wichtig ist, dass der Kopfschutz stabil ist und fest sitzt. Gesichtsschutz. Treffer ins Auge können unangenehme Folgen mit sich führen. Deswegen empfehlen wir, bei dem Augenschutz nicht zu geizen. Achtet beim Kauf darauf, dass die Schutzbrille oder Maske die Augen ganz umschließt. Wenn ihr euch für eine Schutzbrille entschieden habt, solltet ihr auch noch einen Gesichtsschutz anschaffen, weil Treffer im Gesichtsbereich vor allem auf die Zähne durchaus schmerzhaft sein können. Meist schützen Gesichtsschutze auch noch die Ohren mit. Um den Nacken zu schützen, empfiehlt sich ein dicker Schal. Die Bekleidung hat im Airsoft zwei Hauptzwecke. Einmal soll sie schützen und einmal den Spieler tarnen. Für den Kleingeldbeutel bewährt sich gebrauchte Bundeswehrbekleidung. Sicher, es gibt keine Bekleidung, die speziell für Airsoft gemacht wurde. Generell bewährt sich Bekleidung, die von Streitkräften genutzt wird, weil sie meist sehr stabil ist und effektiv tarnt. Um Ellbogen und Knie zu schützen, sind Ell- bzw. Knieschoner vom Rollerskating völlig ausreichend. Vor allem beim Häuserkampf können Handschuhe mit guten Protektoren sehr nützlich sein. Um weitere Magazine und andere Ausrüstung unterzubringen, benutzen viele Airsoft-Spieler zu Recht eine Weste. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Molleweste, eine taktische Weste oder ein Koppelsystem handelt. Die Hauptsache ist, dass das System gut am Körper anliegt und nicht unnötig viel wiegt. Sich bei einem normalen Airsoft-Spiel in seine Weste ballistische Schutzplatten einzulegen, ist nur bedingt sinnvoll. Bei der Wahl der Taschen solltet ihr genau überlegen, was ihr wirklich braucht. Essentiell sind meist nur Magazintaschen und gegebenenfalls ein Trinksystem für längere OPs. Sicher, eine Erste-Hilfetasche vollgepackt mit Medikamenten und Blutspenden jeglicher Blutgruppen mag im Ernstfall nützlich sein, jedoch sollte man vorher abwägen, ob das wirklich so notwendig ist. Nach jedem Spiel macht es Sinn zu resümieren, welche Taschen man nicht gebraucht hat und warum und mit welchem es Probleme gab, um die Gear immer besser an den jeweiligen Spielstil anzupassen. Wichtig ist es auch, das jeweils passendes Schuhwerk zu tragen. In der Regel ist man mit einem robusten Outdoor-Stiefel gut bedient. Punkt 2. Sicherheitsumgang mit Waffen. Jetzt zeigen wir euch, wie man sich mit Waffen bzw. Markierern richtig verhält. Dies ist jetzt kein Scherz, da es, wenn man gegen bestimmte Dinge verstößt, unter anderem rechtliche Folgen haben kann, passt also hier am besten genau auf. Beginnen wir mit dem Anfang. Die Airsoft-Waffe sollte nicht, nein, sie muss richtig transportiert werden. Hier zeigen wir euch, wie man es richtig bzw. falsch macht. Am sichersten seid ihr, wenn ihr eure Airsoft-Waffe in einem Waffenkoffer oder in einer Tasche einschließt. Hierbei ist es vorgeschrieben, dass der Inhalt des Koffers oder der Tasche nicht schussbereit ist bzw. gemacht werden kann. Das bedeutet, transportiert Magazine, Akkus, Gas und CO2-Kartuschen in einem getrennten verschlossenen Behältnis.
Zielhilfen könnt ihr neben der Waffe in den Koffer oder in die Tasche legen. Kommen wir zum dritten Punkt, der richtige Umgang mit einer Airsoft-Waffe. Wir kennen das alle, man ist bei einer OP, kommt gerade an und jeder will die Waffe des anderen sehen und anfassen. Es ist nur schade, wenn die Waffe nicht gesichert ist und dass sie aus Versehen jemanden trifft. Das gibt Ärger, viel Ärger. Hier seht ihr, wie man es richtig bzw. falsch macht. Grundsätzlich wird eine Airsoft-Waffe immer so behandelt, als ob sie eine echte Schusswaffe wäre und schussbereit sei. Also niemals in den Lauf der Airsoft-Waffe sehen oder sie außerhalb des Spielbetriebs auf Personen zeigen, geschweige denn sie in der Öffentlichkeit mit sich zu führen. Das Ganze war vielleicht etwas übertrieben, aber im Ernstfall ist die Situation durchaus realistisch. Wenn ihr eure Airsoft-Waffe jemandem übergeben wollt, immer das Magazin und den vorhandenen Akku oder CO2-Kartusche entfernen, sichern und mit dem Lauf nach unten zeigend übergeben. Immer die Airsoft-Waffe sichern und den Finger neben dem Abzug legen. Nur wenn ihr euer Ziel gerade anvisiert, darf der Sicherungshebel umgelegt werden und der Finger den Abzug betätigen. So verhindert ihr ungewolltes Feuern. Tut dem Airsoft-Sport einen Gefallen und befolgt all diese kleinen Regeln, um Airsoft in ein besseres Licht zu rücken. Wenn euch unser Video gefallen und geholfen hat, dann liked dieses Video und abonniert uns, wenn ihr mehr von uns hören und sehen wollt. Besucht auch mal unsere Facebook-Seite, um an Hintergrundinfos und Umfragen teilzuhaben. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Airsoft-Spielen.